mir nochmal. So, lala, das müsste reichen, um da auch Einheiten draufzustellen. Mein Herr, in Bewegung. Und euch auch. Und davon auch einiges. Bin zur Stelle. Und zack, zack, zack. Da sind wir wieder. So. Dann werden jetzt etwas mehr Kühe umgebracht. Beziehungsweise der linke Turm kümmert sich darum und der rechte Turm kann sich mehr um die Sachen kümmern. Wenn wir 100 Gold haben. Haben wir. Was für eine Überraschung. Dann können wir Euer Gnaden. Ja, bitte. Genau. Ziel ist notiert. Ihr könnt auf uns zählen. Wir beide, Baumeister. Belagerungsgeräte bemannt. Wunderbar, ein Bogenschütze noch und der ist auch tot. Die ganzen Kuhfarmen hier sind relativ. Na toll. Wir drehen uns im Kreis, während wir eine kleine Verteidigung aufbauen. Bin zur Stelle. Rücken aus. Zumindest haben wir das Schwein insoweit unter Kontrolle, dass es eigentlich nicht allzu viel Nahrung haben dürfte. Na ja, gut. Das hat ja super geklappt. Und er hat eine viel zu große Burg. Wenigstens behindert das hier ein großes Tor. Das heißt, wir müssen nur hier durch ein kleines Tor, aber das wird mit Pech eventuell sein. Na gut. Wie sieht's denn aus? Herzog de Pöse hat 51 Einheiten. Oh, und ich muss hier gerade mal Licht für mich anmachen. Na, ihr hört das Klimpern, Klackern. Tut mir leid. Aber ich mache mir meine Augen kaputt, das wird dunkel hier. Und ein bisschen Licht tut gut. Gut, was haben wir? Dann müssen wir uns mal für hier auch um. Wow. Bogenschützen bereit. Mein Bogen ist euer. In jedem Fall müssen wir. Bin zur Stelle. Ein paar Einheiten. Meine Güte, ich muss gerade mal die Soundoptionen. Tut mir leid. Das musste sein. Für alle, die die Musik toll finden, aber dröhnt mir gerade in den Ohren und mir fällt nichts anderes ein, außer das Spiel zu minimieren. Gut, wenn du mir schon das Stein- und Eisenfeld nicht überlässt, ich euch auch nicht. Wir brauchen auch ein paar Armbrust. Na, warum eigentlich nicht? In diesem Gebäude gibt es keine Arbeit, Sire. Da müssen wir uns nur wir die Harnische kaufen. Wie sieht's hier unsere aus? Unsere Lebensmittelvorräte wachsen, Sire. Unsere Schatzkammer leert sich. So, 31. Das Volk huldigt euch, Sire. Ihr seid der drittgrößte Wir könnten... machen wir das? Machen wir das? Noch eine Bäckerei am besten. So, jetzt können wir erstmal schauen, dass sich hier was tut.
Wir können sie natürlich auch. Nee, das lassen wir. Doch, doch, doch. Wir könnten eine riesen Sklaven-Armee machen. Wie sieht's hier aus? Bin zur Stelle. Erstmal hier fahren. Womit kann ich dienen? Von der Seite aus droht uns erstmal jedenfalls keine Gefahr. Der Wolf hat 110 Einheiten. Das könnte gefährlich werden. Es werden Rekruten benötigt sein. Ja, jetzt kommt die Zeit des Wartens. Wir werden überfallen. Maulai. Es werden Rekruten benötigt sein. Der Kornspeicher ist voll, my lord. Maulai. Es werden Rekruten benötigt sein. Die Frage, ob ich vielleicht noch ein Haus bauen soll, dann kriege ich mehr Steuern. Wenn der Kornspeicher eh voll wird. Es werden Rekruten benötigt sein. Nein, denn unter 100 Sklaven werden wir nicht gehen. Unter 100 Sklaven werden wir nicht angreifen. Es werden Rekruten benötigt sein. Und da wir pro 100 ja nur... Nein. Na, wie viel ist es? 20? Pro 100 kriegen wir 20 Sklaven, oder? Warte, 5 mal 10 sind 50, ja genau. 20. So, das heißt, wir brauchen 500 Gold insgesamt. Wie viel haben wir hier? 76. Schon nicht schlecht. Maulai. Es läppert sich, dieses kleine Gold. Ein erträglicher Verlust. Aber dadurch könnte es uns gelingen, es hier wieder mal ein kleines Lagerfeuer zu machen. Ist die Frage, wie gut uns das gelingt. Der Kornspeicher ist voll, my lord. Maulag. So. Okay, Hammer. 100 Stück. Nehmen wir zur Not eine Resonanz von 10 Leuten mit. So, 3, 4, 5. Jetzt müssten es 110 sein. Machen wir 111, um die Feinde zu verwirren. So. Das sollte reichen. Und dann zünden wir das hier an. Und hoffen, dass es funktioniert. Wobei ich das fast bezweifle. Aber es wird auf alle Fälle ins Unglück stürzen. Und so wenige Einheiten, wie wir haben. Wobei, Moment. Schade. Na komm schon. Ja, das hat schon mal nichts gebracht. Na gut. Das lassen wir einfach. Da der Kornspeicher voll ist, würde mal behaupten, dass Weizen eine gute Quelle ist. Bauen wir einfach nochmal hier. Ihr könnt das nicht dort platzieren, my lord. Ihr könnt das nicht dort. Eine Nachricht vom Wolf. Meine Männer sind im Anmarsch. Oh, oh. Ihr werdet mir keine Sorgen mehr machen. Ihr seid der Drittgang. Das ist nicht gut. Oh, das ist gut. Ach, es werden Rekruten benötigt. Ach ja, ein Haus wollte ich noch bauen. Dann können wir davon noch eine Mühle bauen. Achtung! Bin zur Stelle! Der Kornspeicher ist voll. Es werden Rekruten benötigt sein. Der Kornspeicher ist voll und das, obwohl wir jetzt noch ein Haus gebaut haben. Es werden Rekruten benötigt sein. Bin zur Stelle! Mein Herr?
in Bewegung. Einfach mal hier hin. Oh nein. Eure Befehle? Pfeile bereit. Ah, gut. So. Ah, der kommt nicht mehr an. Zack. Okay, wunderbar, wunderbar. Wunderbar, verteidigen können wir uns also. Dann machen wir doch jetzt unsere brillante... Eine Nachricht vom Wolf. Könnte mir vielleicht irgendwer diese Pestbeule vom Hals schaffen. Okay, etwas langsamer gerade. Ich bin überfordert. Ja. Von der Geschwindigkeit her. Rücken aus. Gut, seine Angriffe sind also ins Leere gegangen. Er hat trotzdem mal ebenso 123 Einheiten. Er wird wahrscheinlich als nächstes angreifen. Wie wär's? Bogenschützen bereit. Wieso kann der schon auf mich schießen? Müsste das nicht eigentlich etwa gleich weit sein? Mein Bogen ist euer. Sind auf dem Weg. Wir benötigen Steine. Wir kaufen gerade Steine. Nahrung, Nahrung, Nahrung. Ich werde immer stattlicher. Stattlicher. Das nennt man nicht fett, das nennt man stattlich. Einmal näher kommst. Mein Herr? Wir geben unser Bestes. Wunderbar. Es dauert mir aber trotzdem zu lang. Okay, das sind 50. Nee, 150 kostet das, wenn man es im Belagerungsring baut. Das sind also 190 Gold gewesen. Allerdings weiß ich nicht, wie viel mich das Stein gekostet hat. Eure Befehle? In Bewegung! Okay, jetzt fängt er an zu nerven. Der Kornspeicher ist voll, my lord. Der Kornspeicher ist voll, das ist sehr gut. Leider nicht die Staatskasse. Das hier nervt, wirklich. Ja. Wir werden jetzt anfangen, eine Armee aufzustellen. Die fünf geben wir noch denen. Es werden Waffen. Bin zur Stelle. Es werden Rekruten benötigt. Bin zur sein. Stelle. Rücken aus. Sind auf dem Weg. Ja, ihr kommt hier noch durch. Da sind nur noch zwei am Leben. Das ist sehr gut. Ich möchte das hier möglichst schnell beendet haben jetzt. Ihr habt nicht genügend Gold. Okay, für 10 hat es gereicht. Das ist eine Armee. Ja. Holz. Dann können wir uns die hier verkaufen. Die hier kaufen. Ja, Herr. Es werden Rekruten benötigt sein. Ach, Ruhe. Ihr seid der zweitgrößte Herrscher. Warum ist der hier noch nicht tot? Ja. Bogen gespannt. Der Kornspeicher ist voll. Mein wunderbar. Bogenschützen bereit.
In Bewegung! Und da kommen schon die nächsten Katapulte. Ja. Erstmal ihn hier erledigen und dann schauen wir weiter. Wie viele Armeen hat er? 40. 40. Hat er die wieder in einen... Ja. So, wir müssen also damit rechnen, dass wir Minimum 40 brauchen. Das kann noch dauern. Davon verkaufen. Ihr habt nicht genügend Gold. Weißt du was, du gehst mir auf den Senkel. Wie sieht es aus? Ja, wie viele Einheiten? 9. Dann bauen wir ein Haus. Und eine Kuhfarm. Da hat die keinen Bestand. Wie sieht es hier aus? Die haben hier. Vernachlässigen wir das und bauen hier. Ein Holzfäller. Reißen wir diese Apfelfarm ab und bauen stattdessen diese Kuhfarm. Und dann möchte ich bitte einen Kirschner. Dann haben wir zumindest, was das angeht, auch ein bisschen Eigenfertigung. Okay. Sind dabei, uns Waffen zu besorgen. Es werden Waffen benötigt, Sire. Waffen, die gegen den Feind gesetzt die richtige Wirkung erzielen. Bla, bla. Unsere Lebensmittelvorräte wachsen, Sire. Wie sieht's denn jetzt hier aus? Der Wolf wird immer mächtiger. Kriegst Kotzen. Wenigstens kostet ihn das auch genauso viel. Er verliert auf alle Fälle mehr als ich. Und das und... Ja, Herr. Es werden Waffen. Und schon haben wir 20 davon. So, dann können wir nämlich den gelegentlichen Nerver hier wegwerden. Und wenn wir den los sind, dann können wir den gelegentlichen Nerver hier töten. Wobei ich echt überlege, zuerst die Schlange zu plätten. Eine Nachricht vom Wolf. Meine Männer sind im Anmarsch. Schon wieder. Ihr werdet mir keine Sorgen mehr machen. Geht's noch? Ja, ich glaube, wir sollten echt mal schauen, dass wir hier... Ja, Herr. ...Klarheit schaffen. Ja, Herr. Es werden Waffen benötigt, Sire. Und ich glaube, ich mache tatsächlich erst doch die Ratte platt. Ne, erst die Schlange platt und dann die Ratte. Weil die Ratte im Grunde nichts machen kann gegen mich. Ihr habt nicht genügend Gold. Aber die Schlange mich schon recht nervt. Und wenn wir aber die... das hier oben kontrollieren... Oh Gott. Ach du meine Güte.